Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Luzi bereist. Heute geht es um eines der wohl schönsten Länder der Welt, wie ich persönlich finde. Denn wenn man die Bauten des Landes sieht, verschlägt es einem bestimmt den Atem. Aber das kann uns ja unser Luzi berichten, nicht wahr? Denn der ist heute vor Ort. Genauer gesagt, in Singapur, in Singapur. Klingt komisch, oder? Aber tatsächlich heißt die Hauptstadt genauso wie das Land. Luzi ist also heute in Singapurs Hauptstadt, Singapur. Aber jetzt schalten wir mal zu ihm rüber. Hallo Luzi. Hallo Jack, hallo Freunde. Ja, du hast recht, Singapurs Hauptstadt heißt tatsächlich ebenfalls Singapur. Das Land Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat in Südostasien und ist eine parlamentarische Republik. Die Flagge von Singapur seht ihr hier hinter mir. Und wenn man sich die Flagge mal so genau ansieht, könnte man annehmen, dass die am meisten ausgelebte Religion hier der Islam ist. Aber tatsächlich wird hier am meisten der Buddhismus ausgelebt, gefolgt vom römisch-katholischen Christentum. Erst dann kommt an Anzahl der Gläubigen der Islam und dann auch noch der Taoismus, der Hinduismus und das Judentum. Durch die überschaubare Landesgröße sind Tempel, Synagogen, Moscheen und Kirchen recht nah beieinander. Manchmal nebeneinander und manchmal auch, ja, quasi gegenüber. Da aber alle Religionen hier staatlich verpflichtet sind, die jeweils anderen Religionen zu respektieren, gibt es keine Glaubenskonflikte. Klug gemacht. Jetzt schauen wir auch wie immer, wo das jeweilige Land genau ist. Flächenmäßig ist das Land der kleinste Staat in Südostasien. Das Land besitzt 4 Amtssprachen. Diese sind Englisch, Chinesisch, Tamil und natürlich auch Malaiisch. Am meisten wird hier jedoch Englisch verwendet. Zu Hause wird sogar Singlish gesprochen. Das bedeutet, es wird Englisch mit einem Singapurer Dialekt gesprochen. Das Staatsoberhaupt ist ein Präsident oder eine Präsidentin. Singapur ist nur 728,1 Quadratkilometer groß, also knapp die Größe von Hamburg, hat jedoch eine Einwohnerzahl von 5.703.600. Bald soll das Land aber noch größer sein, denn die Küste wird seit einigen Jahrzehnten aufgeschüttet. Dadurch gewinnt man ordentlich an Land. In wenigen Jahren werden also aus den 728 Quadratkilometern etwa 800 Quadratmeter geworden sein. Dadurch hat Singapur dann halt weniger Fläche an Hoheitsgewässer, aber das geht für die schon klar. Hätte ich aber auch so gemacht. Das Land hat auch eine eigene Währung, den Singapur-Dollar. Den seht ihr hier. Natürlich hat das Land auch eine eigene Nationalhymne, wie die meisten anderen Länder der Welt auch. Und unabhängig ist das Land seit dem 9. August 1965. Singapur hat im Wappen einen Tiger und das zu einem guten Grund, denn das Land ist eines der 4 asiatischen Tigerstaaten, also ein Land, wo Tiger beheimatet sind. Singapur hat einen wichtigen und hohen Stellenwert bei Bildung, Gesundheitsvorsorge, Lebensqualität, persönliche Sicherheit und öffentlicher Wohnungsbau. Letzteres sogar mit einer Quote von 91%. Die Bevölkerung genießt eine der höchsten Lebenserwartungen und eine der niedrigsten Kindersterblichkeitsraten weltweit.
Männer werden im Durchschnitt bis zu 80,1 Jahre alt und Frauen werden im Durchschnitt bis zu 84,5 Jahre alt. Sogar die schnellste Internetverbindung der Welt ist hier zu finden. Singapur gehört ebenfalls zu einem der reichsten Länder weltweit. Und durch jährlich über 11 Millionen Touristen zählt das Land zu den weltweit meistbesuchten Staaten. Neben Hongkong wird hier am meisten in Asien mit den Finanzen gearbeitet. Die größten Bevölkerungsgruppen sind hier die Chinesen, die Malaien und die Inder. Singapur ist zwar ein Tigerstaat, doch übersetzt heißt das Land so viel wie Löwenstadt. Deshalb haben die auch gegenüber vom Tiger einen Löwen in ihrem Staatswappen. Das kommt durch eine Legende. 1299 soll ein Prinz nach seiner Ankunft im Dschungel einem Löwen begegnet sein und dies als gutes Omen interpretiert haben. Daraufhin hat er sein Königreich Löwenstadt genannt, also Singapur. Lustig dabei ist, dass er gar keinen Löwen hätte sehen können, da hier in dieser Region gar keine Löwen lebten, zu keiner Zeit. Da hat der Prinz wohl einen Löwen mit einem Tiger verwechselt. Das Wahrzeichen Singapur ist jedoch weder ein Löwe noch ein Tiger, sondern ein Merlion. Ein Merlion ist ein Fabelwesen, welches einen Fischkörper mit Löwenkopf besitzt. Also quasi eine Meerjungfrau mit Löwenkopf, ne? Merlion heißt übrigens auch eine Stadt in Singapur. Singapur besteht aus insgesamt 62 Inseln, von denen 58 klein und nur 4 Inseln groß sind, inklusive Hauptinseln natürlich. Die Nachbarstaaten sind übrigens Malaysia, Indonesien und die Riau-Inseln. Durch ein paar künstliche Dämme sind die Inseln miteinander wie auch mit dem malaysischen Festland verbunden. Schlau gemacht. Die Außentemperatur beträgt im Durchschnitt das ganze Jahr über etwa 28 Grad. Frieren muss man hier also auch nicht. Die Schulen hier sind sehr gut, aber der Leistungsdruck ist sehr hoch. Ab dem ersten Lebensjahr können Kinder unterrichtet werden, wenn dann aber auch erstmal in Kindergärten. Aber Unterricht ist Unterricht. Dafür räumt Singapur in der Regel immer den ersten Platz bei den PISA-Tests in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaft ab und gewinnt gegen die anderen 71 Länder. Respekt! Singapur wird schriftlich seit dem 3. Jahrhundert erwähnt. Zu Anfang gehörte Singapur Malaysia und diente als Zuflucht für Seeräuber. War ja klar. Später gehörte Singapur Großbritannien, danach ganz kurz Japan und anschließend ein zweites Mal Großbritannien. Im Jahre 1965 wurde Singapur dann endlich unabhängig und ein eigenständiges Land. Eigentlich ein ganz tolles Land, jedoch muss man hier, wenn man öffentlich über Religion, Politik oder innere Angelegenheiten reden möchte, eine staatliche Lizenz besitzen. Das ist natürlich weniger schön. Dafür ist die Kriminalitätsrate hier im Lande extrem niedrig. Militär, Marine und Polizei hat das Land natürlich auch. Es gibt viele strenge Gesetze im Land. So sagt man, Singapur ist schön, aber auch teuer. Schon für kleinere Delikte darf man hier ganz tief ins Portemonnaie greifen. In der Metro zum Beispiel zu rauchen, zu essen oder zu trinken, kann zwischen 500 bis 5000 Dollar teuer werden. Die Polizei darf Gewalt einsetzen und selbst der Verkauf von Kaugummi war von 1992 bis 2004 verboten. Mittlerweile bekommt man auch in Singapur Kaugummis, jedoch nur in Apotheken mit Rezept und Ausweis. Kaugummi sonst zu bekommen und ins Land zu bringen, ist verboten und wird mit bis zu 3000 Dollar bestraft. Man will die Straßen hier sauber halten und greift deshalb zu so hohen Strafmethoden.
Das Mitbringen von Zigaretten aus dem Ausland ist ebenfalls verboten und kann einen bis zu 1.100 Dollar, also etwa 740 Euro, kosten. Und selbst wer nachweislich lügt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar oder einer Prügelstrafe von bis zu 8 kräftigen Schlägen rechnen. Homosexualität ist in Singapur ebenfalls verboten, wie auch einige sexuelle Stellungen. Der Staat schreibt einem also sein Sexleben vor. Voll doof. Auch die Todesstrafe existiert hier und wird auch praktiziert, jedoch nur sehr selten. Verglichen zu anderen asiatischen Staaten hat Singapur am wenigsten Korruption im Land und der mächtigste Reisepass der Welt ist auch der aus Singapur. Denn wer so einen Reisepass besitzt, hat visafreien Zugang zu insgesamt 158 Staaten. Besser geht's wirklich nicht. Es sieht auch so aus, als würden bald die Gesetze gelockert werden. Nun warten wir es ab und drücken wir mal ganz fest die Daumen. Die Bewohner hier gehören zu den wohlhabendsten der Welt. Es gibt hier zwar auch Autos, aber wer Auto fahren darf und wer nicht, entscheidet der finanzielle Status. Bedingt dadurch ist ein Auto zu besitzen ein sehr hoher Status, allerdings auch ein sehr teurer. Natürlich gibt es hier auch Flugzeuge, Züge, Eisenbahnen, Busse und Schiffe als Verkehrsmittel. Und natürlich auch Taxen, ne, oder Taxis. Die Trennung der verschiedenen Kulturen ist für Land und Bevölkerung gleichermaßen wichtig. Internet, Zeitung, Fernsehen und Radio gibt es hier auch. Doch nichts davon ist pressefrei und wird stark vom Staat kontrolliert. Auch einige Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, sind hier komplett verboten. In jeglicher Art und Weise. Selbst die Schriften von denen sind hier im Land nicht erlaubt. Eine lustige Sache jedoch ist, dass die weltberühmten Singapur-Nudeln hier in Singapur kaum jemand kennt. Sie werden hier lediglich hergestellt, aber nicht angeboten. Sportlich interessiert man sich hier am meisten für Fußball. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einmal nach Singapur zu reisen, kann ich es euch nur empfehlen, denn es ist hier wunderschön und es gibt hier sehr, sehr viel zu entdecken. Wunderschöne Gärten, auch zoologisch, dann die faszinierenden Bauwerke, Denkmäler, die Landschaft, einfach toll. Man kommt wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ja, man denkt wirklich, man ist in einer anderen Welt, ne, teilweise. Morgen bin ich in meinem vorerst letzten Land, welches streng genommen gar kein richtiges Land ist. Es befindet sich in Italien, genauer gesagt in Rom, aber es ist nicht der Vatikan, denn da war ich ja schon in der letzten Staffel. Auch wenn der Ort, wo ich morgen bin, viel mit dem Vatikan zu tun hat, muss man dazu sagen. Ja, lasst euch einfach überraschen, wo ich morgen bin, und dann sage ich mal bis morgen. Wow, das war ja mal wieder was. Hochinteressant wie immer. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick nach Singapur. Also ich bin auch aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was du so Interessantes und Einzigartiges über dieses Land erzählt hast. Und ich bin mal gespannt, wo du dann morgen bist, bevor du wieder zurück nach Duisburg in Deutschland reist. Ja, danke auch an euch, meine Lieben, fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.